Hi, schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Heute zeige ich euch eine mega einfache Variante, euer Rührei zu machen. Wenn ihr nur, sage ich mal, von zwei Eiern Rührei machen wollt, dann geht es ganz einfach. Ihr könnt das in der Mikrowelle machen. Ihr schlagt eure Eier auf. Ihr salzt die. Oh, Chili. Besser nicht, ja, und ihr pfeffert die. Jetzt ist jetzt kein Pfeffer. Ich habe momentan die Chili-Mühle gegriffen, aber das ist vielleicht auch eine nette spicy Variante. Ein bisschen Chili mit rein. Ihr könnt noch Schinken, Käse, Kräuter, was immer ihr in eurem Rührei haben möchtet. Dann verquirlt ihr das Ganze schnell. Und dann seid ihr auch schon so weit, dann packt ihr das Ganze einfach in die Mikrowelle. Ihr könnt es auch in einem schönen Glas oder sowas anrichten, aber in so einem Schüsselchen geht es auch. So, das Ganze geht jetzt in die Mikrowelle. Und erstmal für eine Minute und dann könnt ihr sehen, ob es die gewünschte Konsistenz habt. Wenn nach einer Minute rührt ihr es einfach mal um. Und auf diese Art und Weise könnt ihr super schnell euer Rührei machen. Oder wenn ihr zum Beispiel gerne Rührei mit Käse und Schinken esst und der andere isst es lieber mit Kräutern oder sonst irgendwas, dann habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, einfach mal schnell verschiedene Rührei-Varianten zu machen und jedem sein perfektes Rührei zu machen. Das funktioniert super einfach. Ihr seht jetzt schon, wie das Ei da drin anfängt zu stocken. Jetzt machen wir mal kurz auf, rühren das Ganze mal durch. Lassen es weiterlaufen. Sollte es nach der Zeit noch nicht die gewünschte Konsistenz haben, die ihr gerne hättet, macht ihr einfach nochmal, verlängert ihr das Ganze einfach nochmal. Ihr müsst nur aufpassen, es ist relativ heiß. Also mir ist es jetzt noch zu schlotzig. Also machen wir die Mikrowelle nochmal an. Und schauen halt zwischendurch einfach mal, wann es fertig ist. Also so eine gute Minute sollte reichen bei zwei Eiern. Dann habt ihr, jetzt ist es eine Minute 15 und das müsste eigentlich schon perfekt sein. Wie ihr seht, nochmal kurz umrühren. Ja, könnt noch ein paar Sekündchen rein. Manche mögen es gerne schon so, da ist es mir noch ein bisschen zu locker oder zu flüssig. Also nochmal rein damit und nochmal ein paar Sekündchen. Und schon ist das Ganze dann fertig. Und ihr habt in Windeseile in gerade mal zwei Minütchen oder so euer Frühstück fertig und könnt wunderbar essen. So, ihr seht's. Könnt ihr es sehen? Lecker. Wenn ihr es fluffiger haben wollt, dann tut ihr einfach ein bisschen Mineralwasser mit rein. Das macht es dann schön fluffig und ihr seht, ihr habt wunderbar leckeres Rührei. So, hoffe der kleine Tipp hat euch gefallen. Schaut wieder rein bei Frag Mama. Es gibt immer wieder mal solche kleinen Videos. Danke fürs Reinklicken. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.